So, das ist der Bandgrabungsplan von Tobias Roth, 2019 bei uns im Verlagshaus erschienen. Grabungsplan ist ein Band, der sich mit dem Ausgraben von Schichten, Geschichte beschäftigt, mit Traditionen, dem Aneignen von Traditionen, verschütteten Traditionen, aber vor allem auch dem Umgang damit. Ihr seht, der Band ist in verschiedene Kapitel unterteilt, insgesamt 13 Kapitel. Super, Tobi, das ist eine Primzahl. Und jedes Kapitel hat den Namen eines Werkzeuges, zum Beispiel wie Scheren und Sägen, Scherben und so weiter. Aber es gibt auch Schürfwunden, Fundkarten, Grasnarben, also alles Begrifflichkeiten, die sich mit Ausgrabungen oder dem Grabungsplan beschäftigen oder assoziiert sind. Die Typo-Nerds unter euch werden es wahrscheinlich bemerken, dass ich in diesem Band zwei verschiedene Versionen der Mrs. Eves von Susanna Licko verwendet habe. Einmal eine eher dekorative Version für die Trennerseiten. Dekorativ heißt, dass es so Besonderheiten an den Buchstaben gibt, also wie hier zum Beispiel beim X oder hier beim P. Die Buchstaben tanzen miteinander und kommunizieren viel besser auch miteinander. Und dann gibt es aber eine zweite Version, die ein bisschen klassischer wirkt. Die habe ich für den Fließtext genommen. Hier sind die Proportionen zwischen den kleinen und Großbuchstaben viel ausgewogener und eignen sich einfach viel besser für längere Texte im Sinne einer guten Lesbarkeit. Jetzt, wo man nicht in Leipzig sein kann, kann man mehr im Garten sein, damit hier auch bald was wächst. Und das ist des Versuchens und Probierens natürlich kein Ende. Und ich möchte kurz mitteilen, das da ist der Akanthus. Versuch über Akanthus. Die Neigungen der Stadt versinken im Akanthus. Gebrochene Finger und Zungen, Sturzbäche, Marmor und Blattgold auf den Hängen neben dem Lärm. Glänzend grüner Stein, Fleisch. Zerfallen und im Jahr erneuert, Schatten des Palatins, Ossa senza carne. Das war der Versuch über Akanthus aus dem Band Grabungsplan. Das ist der Versuch Akanthus auf dem Boden. Wie alle unsere Bücher im Verlagshaus Berlin ist auch dieser Band illustriert von dem Illustrator Ibo Quayle. Er hat den Band tuscheartige Fotokollagen beigesteuert, also eine Mischung aus verschiedenen Techniken. Diese Zeichnungen finden sich auf sogenannten Zwischentexten oder wir haben auch Girlandentexte dazu gesagt. Das sind Texte, die so als Einschübe in die einzelnen Kapitel funktionieren, untereinander verbunden sind und so eine Art roter Faden durch das gesamte Buch bilden. Diese Texte sind hervorgehoben durch einen grauen Hintergrund und auch einen Schriftwechsel von der Mrs. Eves zur DIN Pro. Etwas, was ich an diesem Buch wirklich großartig finde, das möchte ich gerne noch erwähnen, das ist der Anhang dieses Buches. Tobi verarbeitet in seinen Gedichten einen opulenten Stuff an Personen, ein riesiges Orchester aus tatsächlich mal gelebt habenden Personen und literarischen und künstlerischen Figuren. Und die kann man hier alle im Anhang nochmal nachlesen und nachrecherchieren und somit auch nochmal eine Reise durch die Zeit, eine Reise durch den Grabungsplan, durch Fundstücke und Fundorte machen. Es gibt keine Leipziger Buchmesse, dafür fangen die Leute an zu hamstern. Das kann mir nicht passieren. Ich habe ausgesät und schon nächste Woche also werde ich hier mit Petersilie und Tomaten meine Familie ernähren können bis zum übernächsten Herbst.
Dass ich so früh ernten kann, liegt natürlich daran, dass mein Gemüse ständig poetisiert wird, also mit poetischer Vibration gedüngt wird. Das wird hier abgestrahlt und erreicht dann hier die Pflanzen. In Zeiten von Corona ist es wichtig, dass wir gut mit unseren Ärzten umgehen. Deswegen lese ich ein Gedicht von Giovanni Pontano aus dem Band Baye, das uns darauf hinweist, wie wir mit den Ärzten zu verfahren haben, auch um unserer selbst willen. An den Arzt Antonio de Ferrariis. Die Bergnymphen vom Gaurus erwarten dich, Antonio, die heißen Bäder erwarten dich und unsere heilsamen Ufer. Baye ist glücklich, wenn der Arzt fröhlich ist, Jubel erhebt sich, wenn der Arzt sich badet. Doch was soll dieses spöttische Gekicher, wenn du, abgebrochener Greis, dich badest? Was sollen die Neckereien und Scherze, wenn du, fettleibiger Greis, zum Schwimmen gehst? Aber du bist ein Arzt, dir kann das gleich sein. Wenn dich diese Unwürdigen auslachen, dann verschreibst du ihnen einfach bald eine gute Darmspülung aus warmem Malvensaft, roter Beete und Öl und Salz und Honig. Wer weiß, was das ist? Das da, wo ist mein Finger? Hier, da. Dem schicke ich einen Pontano. Viel Glück.